Hallo, Sie sehen das erste Video von unserem Kanal Muckefuck. Es ist die Predigt für den 24. Januar. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Was für ein Satz. Aus Vertrauen, aus Liebe, egal wohin, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dieser Satz steht in der Bibel im Buch Ruth. Das Buch ist ein literarisches Kunstwerk und eine Perle in der Weltliteratur. Die Geschichte ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Und so sind selbst alle Eigennamen Programm. Nomen est omen. Es ist eine Geschichte von Witwen, Flüchtlingen, Fremdenhass, Freundschaft und Liebe. Was zuvor geschah? In Brothausen herrscht Brotmangel. Nicht irgendwo ist eine Hungersnot ausgebrochen, sondern in Bethlehem. Auf Deutsch Haus des Brotes oder eben Brothausen. Schon bei diesem Dorfnamen wird deutlich, hier ist nichts zufällig. Das Buch Ruth erzählt von einer aus Bethlehem stammenden Familie. Dem Vater Elimelech, Gott ist König, seiner Frau Noomi, die Liebe, und ihren zwei Söhnen mit den Reimnamen Machlon und Kilion, schwächlich und gebrechlich. Die Familie flieht vor einer Hungersnot und findet in Moab Zuflucht. Da alle drei Männer sterben, entschließt sich die kinderlos gewordene Witwe Noomi, allein nach Juda zurückzukehren. Ihre beiden moabitischen Schwiegertöchter hängen an ihr. Orpa, die den Rücken kehrende, wird durch ihren Namen als gehorsam Zurückkehrende vorgestellt. Ruth, Freundin, Gefährtin, hingegen lässt sich nicht dazu überreden, im eigenen Land zu bleiben. Sie verlässt mit Noomi ihr Herkunftsland Moab. Mit einem Schwur bindet sie sich lebenslang an die Schwiegermutter, die sie liebt. Ruth spricht zu Noomi die wohl schönsten Sätze der Bibel. Wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du bleibst, da werde auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort will ich auch begraben werden. Der Ewige soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. Aus Liebe zu Noomi gibt Ruth alle Sicherheiten auf. Ruth verlässt die gewohnte Bahn. Sie wird zur Abenteurerin und dafür gesegnet. Dieser Schwur von Ruth wird bis heute beim Aufnahmeritus gesprochen, wenn jemand zum Judentum übertritt. Und auch in der christlichen Tradition werden die Worte häufig zitiert, besonders im Zusammenhang mit Trauung. Denn es geht um Liebe. Liebe und Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ruth und Noomi sind fortan nicht mehr nur Schwiegermutter und Schwiegertochter. Sie sind jetzt Freundinnen, Gefährtinnen. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, welche verändernde Kraft dahinter steht. Am Anfang ist es die leise und doch deutliche Stimme der Liebe im Herzen von Ruth. Sie folgt dieser Stimme, obwohl die Vernunft andere Ratschläge gibt, obwohl Noomi selber sie drängt, von ihr wegzugehen. Die Liebe sagt etwas anderes. Sie führt ihren Weg. Auch wenn es realistisch gesehen ein Weg ins Weglose, ins Unbekannte und Ungewisse ist, den Ruth nur gehen kann, im Vertrauen auf die Stimme der Liebe und im Vertrauen auf Gott. Dieser Gott kennt keine Grenzen zwischen den Menschen. Dieser Gott lässt sich nicht einschränken auf eine Nation. Dieser Gott wird auch uns an den Grenzen messen, die wir aufgerichtet haben, die wir erhalten und womöglich verteidigen. Dieser Gott wird uns daran messen, ob wir dem Fremdenhass etwas entgegensetzen. Es ist derselbe Gott, zu dem auch die Juden und Muslime beten. Ruth geht weiter als an die Grenze. Ruth hat die Fremdheit ausgehalten. Sie ist da geblieben. Sie hat den Gott Israel gesucht. Sie sucht und sie findet Gottes Nähe. Sie hat gespürt, ich bin keine Ausländerin. Ich bin keine Arme, ich bin nicht die ohne Beziehung, ich bin die Freundin, die Gefährtin, Ruth.
Ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin einmalig. Für mich hat die Liebe kein Ende, sondern sie fängt erst richtig an. Denn ich gehe weiter. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.